einer der größten Pessimisten und Skeptiker der Weltgeschichte schreibt ein Buch über das Glücklichsein. Das musste ich lesen. Guten Morgen. Normal rezensiere ich nur aktuelle und neu erschienene Literatur, aber hin und wieder mache ich auch gerne eine Ausnahme. Gerade wenn es sich um Klassiker und zeitlose Werke handelt. Arthur Schopenhauer ist den meisten ein Begriff durch seine Kritik an Hegel oder vielen kleinen populärphilosophischen Abhandlungen. Aber gerade, dass er so umtriebig war und ständig bewusst kritisch hinterfragt hat, hat bei mir den Wunsch ausgelöst, ausgehend von einer Empfehlung von einem von euch, dieses Buch zu lesen. Nach einer kurzen Einführung zu Schopenhauer selbst wird erklärt, wie das Buch überhaupt entstanden ist. Denn es ist kein Buch, was von Schopenhauer von Anfang bis Ende einfach geschrieben wurde, sondern es ist vielmehr eine Zusammenstellung aus verschiedenen Quellen des Schaffens von Schopenhauer. Ein beachtlicher Teil ist auch durch Archivarbeit und dem Durchstöbern privater Notizen von Schopenhauer entstanden. Das Buch ist gute 100 Seiten stark und für 7 Euro neu und 3 Euro gebraucht zu bekommen. Der Link ist wie immer unten in der Infobox. Ich empfehle bei Büchern eigentlich immer zu der gebrauchten Variante zu greifen, da Holz, worauf das Buch gedruckt ist, ein Rohstoff ist und den wir respektvoll behandeln sollten. Leider gibt es zu diesem Buch kein E-Book, was ich euch verlinken kann. Ansonsten kann ich aus Umweltschutzgründen wirklich immer nur dazu raten, auf E-Books umzustellen. Ein Vergleich zum ökologischen Aspekt der beiden Lesevarianten, E-Book versus normales traditionelles Buch, habe ich schon mal gemacht, findet ihr oben in den Infokarten, weil natürlich auch so ein E-Book wieder Ressourcen verschlingt. Aber ich habe euch genau ausgerechnet, ab wann sich das lohnt und ja, und da ist, schaut euch das Video an. Hat jetzt nichts mit dem Thema zu tun. oben Infokarten. Also zurück zum Buch. Der Hauptteil des Buches, das sind die 50 Regeln zum Glücklichsein, welche einerseits genannt werden und andererseits auch immer die Herkunft belegt wird. Schopenhauer weist deutlich darauf hin, dass er sich der Problematik von Theorie und Praxis durchaus bewusst ist. Der Mensch, den er eher kritisch sieht, aufgrund seiner grundskeptisch-pessimistischen Einstellung, auch gerade was die Möglichkeit des Menschen angeht, seinen Verstand zu gebrauchen, und da stimme ich dem Schopenhauer auch zu, der ist eben nicht immer in der Lage, die Theorie auch umzusetzen, weil er sich oft von seinen neurologischen Netzen leiten lässt. Aber das hat Schopenhauer nicht so ausgedrückt, das drücke ich aus. So, Schopenhauer hat eine andere Herangehensweise, führt letztlich zu demselben Punkt, die Menschen nutzen ihren Verstand sehr, sehr wenig. Und ja, kann ich nur vollstens zustimmen. Viele psychologische Probleme, die wir haben und die auch damit assoziiert sind, nicht glücklich zu sein, die sind hausgemacht. Und dieses, ja, ich kann diesen Tipp nicht umsetzen, wenn man irgendwas hört, was einem die Lösung geben könnte, entspringt nicht einem wirklich nicht möglichen Ereignisraum, sondern einfach der fehlenden Motivation, das zu tun. Und da sind wir bei Selbstverantwortlichkeit. Natürlich kann man auch diese von sich streifen und sagen, ja, ich bin eben nicht in der Lage, selbstverantwortlich zu handeln. Das geht immer. Man kann immer dann sagen, ich immer alles andere ist schuld und ich selber kann überhaupt nichts. Ich bin nur ein Rädchen im Wind. Das kann man immer machen. Aber dann sollte sich die entsprechende Person doch auch keine Gedanken machen über ihre eigene Existenz, wenn sie denn gar nicht als diese als steuerbar empfindet. Ja? Offensichtliche Paradoxien anzuerkennen und aus diesen eine verstandesmäßige Ableitung seines Verhaltens zu generieren, das kann von jedem Menschen, der nicht unter erheblich intellektuellen Defiziten leidet, ja, erwartet werden. Und entsprechend kann der Großteil dieser Theorien von Schopenhauer durchaus umgesetzt werden und damit instrumentalisiert werden, um ein glücklicheres Leben zu leben. Aber was ist denn ein glücklicheres Leben? Arthur Schopenhauer gliedert es aus seiner Sicht in 4 Elemente. Da wäre erstens die Heiterkeit des Gemüts, das zweite wäre die Gesundheit des Lebens, das dritte ist die Ruhe des Geistes und das vierte äußere Güter. Gerade bei letzterem Punkt fügt er aber noch hinzu, dass dies weit weniger der Fall ist, als das damals und erst recht heute empfunden wird. Letztlich geht es darum, dass man ein Dach über dem Kopf hat und ja, die wirklich notwendigen Dinge besitzt. Wie Schuhe, wenn es draußen kalt ist und man noch nicht entsprechend abgehärtet ist. Wie eine Transportmöglichkeit zur Arbeit und so weiter. Auch ein Mindestmaß eines universellen Tauschmittels wie Geld ist wichtig, um glücklich zu sein.
Dazu gibt es ja auch schon viele aktuelle Forschungen, in denen man auch durchaus konform mit Schopenhauer feststellt, dass ab einem gewissen Betrag das Glück sich kaum noch steigern lässt. In Deutschland ist der Betrag, der völlig ausreicht, um dadurch die maximale Steigerung der Glücksnutzenfunktion quasi zu bekommen, wohl irgendwo zwischen 600 und 900 Euro monatlich. Das ist weit weniger als die meisten für fassbar halten. Die meisten denken ja so 1000 Euro, 1500 Euro müssen das schon ungefähr sein. Nein, 600 bis 900 Euro. Meine persönliche Erfahrung ausgehend von den Zeiten des Reichtums und im Vergleich mit denen der zumindest finanziellen Armut derzeit deckt sich da auch zu 100%. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass Besitz und zu viel Geld auch wieder unglücklicher macht. Das war zumindest meine persönliche Erfahrung. Denn Verlustängste oder Sicherheitsbedürfnisse oder aufgebaute Lebensstandards, Lebensgewohnheiten, die führen zu psychologisch absolut schädlichen Kreislaufen, die einen komplett von der Natur entfremden. Schopenhauer geht nicht ganz so weit. Aber man muss auch anerkennen, dass vor 200 Jahren die geistige Evolution noch nicht so weit fortgeschritten war und alleine die Tatsache, sich vom Materialismus als Quelle des Glücks loszusagen, im damaligen immer mehr industrialisierenden Deutschland ist durchaus schon bemerkenswert. Er spricht in den Regeln viele Themen an, wie Neid, Szenarienbildung, Fokussierung und Defokussierung, Liebe, Hass, ekstatische Gefühle, Mäßigung und viele, viele andere Dinge. Diese 50 Regeln geben genug Inspiration, um den Preis des Buches allemal zu rechtfertigen. Auch die sehr altbackene Sprache hat etwas Anmutiges und löst zumindest in mir etwas Demut und etwas Achtsamkeit aus. Damit unterstützt es die Wirkung des Buches natürlich noch einmal erheblich. Aber das kann individuell verschieden sein, ich wollte es nur anmerken, also die Sprache ist durchaus antiquiert. Der große Kritikpunkt und warum ich mich auch nicht für 5 Sterne begeistern kann, ist, dass in dem Buch bei der Suche nach dem Glück dieses komplett von dem Denker abhängig gemacht wird. Hier wird kein oder kaum Bezug zu nicht rationalen und Erfahrungen außerhalb der Beweisbarkeit und auch der Bewertbarkeit gemacht, sodass wir als Mensch jederzeit theoretisch Glück generieren können, so denn wir es verstanden haben und umsetzen können. Das ist sehr naiv und stellt klar die Überheblichkeit der Menschen in den Fokus und auch die Überheblichkeit eines Arthur Schopenhauer, wenn es eben darum geht, Wahrheiten zu beschreiben. Man könnte argumentieren, dass Schopenhauer ja nur die eigene Definition des Glücks beschrieben hat und man ihm da ja keinen Vorwurf machen kann. Könnte man so sagen. Wenn er das große Ganze nicht sieht, dann kann man auch das große Ganze nicht beschreiben. Aber wenn ich ein Buch lese auf der Suche nach dem Glück, dann empfinde ich das als Leser schon wichtig, dass man dann versucht, das Glück auch als das Glück zu beschreiben, was es ist. Ich denke, es ist einfach an der Zeit, dass wir größer denken und größer handeln als vor 200 Jahren. Und das bedeutet in diesem Fall, dass wir das Denken als Instrumentarium anerkennen, aber seine Begrenztheit, wenn es um Dinge im universellen Kontext geht, wie Glückseligkeit und grenzenlose Einheit, auch realisieren. Das Buch ist also nett. Das Buch gibt Inspiration im Denken auf eine sehr spezielle antiquierte Weise und wie schon erwähnt für 3 Euro gebraucht kann man sich das Buch bedenkenlos kaufen. Aber wer den Anspruch hat, Glück vollends zu erfahren, der hat hier lediglich die ersten Stufen zur Verfügung. Und nur weil es schon 200 Jahre alt ist, bedeutet das nicht, dass obwohl die geistige Evolution der Menschheit damals noch nicht so fortgeschritten war, dass es nicht auch immer Menschen schon gab, die schon damals und noch viel früher über den Denker hinausgeschaut haben und erkannt haben, was wahres Glück ist und wo wahres Glück herkommt. Aus dem Sein, nicht im Denken. Darüber sollte man sich beim Lesen bewusst werden und dann ist das Buch eine brauchbare, absolut preislich angemessene Lektüre, die dem Denker sehr wohltuend zur Seite steht. Ich wünsche Euch wie immer viel Spaß beim Lesen oder beim Nichtlesen. Euer Christian.